Hallo und ein weiteres Mal herzlich willkommen bei Bodo baut Bahn. Der Johann B. hatte mich ja gebeten, mal zu zeigen, wie meine Fahrstraßen aufgebaut sind am Bahnhof Mittelstadt. Und das möchte ich euch jetzt zeigen, mit dem Hinweis, dass ich ja, hier nicht behaupten will, dass alles richtig ist, dass alles gut ist, dass ich das Beste mache, sondern ich zeige euch einfach, wie ich es gemacht habe. Das ist kein Tutorial. Das soll einfach nur mal zeigen, wie ich mit den Fahrstraßen umgegangen bin. So, ich habe das EEP-Fenster schon mal auf in 2D, habe auch hier unten die Fahrstraßen aktiviert. Und wir gehen mal hier auf die erste Fahrstraße von Gleis 4. So, diese Fahrstraße hat drei Ziele. Das heißt, einmal fährt der Flughafenzug hier unten rum auf das Gütergleis. Und dann gibt es den zweiten, das ist der blaue darüber. Der fährt in das Zugdepot. Sieht man hier in den Tunnel rein, bis kurz vor das Zugdepot. Hierzu muss ich sagen, ich habe die Fahrstraße immer durchgezogen bis vor das nächste Signal. Aus dem einfachen Grunde, solange, auch wenn die Fahrstraße nicht aktiviert ist, solange ein Fahrzeug auf der Fahrstraße ist, kann sie nicht nochmal geschaltet werden. Und ich gehe davon aus, wenn mal eine Lok alleine fährt, dann reicht das hier gerade aus, dass die Lok noch erkannt wird. Also hier ist das der Haltepunkt und direkt davor endet immer die Fahrstraße. So, und die dritte Fahrstraße ist eben die Fahrstraße zu Gleis 4. So, das geht dann kurz vors nächste Signal. Das nächste Signal ist nicht eingebunden. Das ist dann, falls noch eine Fahrstraße folgt, in die nächste Fahrstraße eingebunden. Aber das Signal vor der Fahrstraße, das ist ein Blocksignal, das ist mit eingebunden. Das ist das hier. Das gehört immer, findet ihr auf jeder Fahrstraße. Wir haben hier drei Fahrstraßen. Da ist das Signal 269. Da ist das Signal 269 und da ist es auch drin, jeweils auf Fahrt. Und direkt hinter dem Signal gibt es einen Schaltkontakt, der besagt, dieses Signal sofort wieder auf Halt zu setzen, damit kein zweiter Zug einfahren kann. Das hier ist der Schaltkontakt für das Signal davor, dass da Fahrt geschaltet wird. So, ihr seht hier jetzt allerhand Kontakte. Wir haben hier eine alte Version, die hier noch ist. Hier hatten wir einen Fahrzeugkontakt, der hat eine Lua-Funktion aufgerufen, die ich euch gleich zeige. Das ist Gleis 4 West. Das war für den Flughafenzug. Der hat eine andere Funktion aufgerufen, nämlich Güter vom Flughafen. Beide Funktionen haben aber die gleiche Fahrstraße geschaltet, eben nur Fahrstraße 1, 2 oder 3. So, und dann habe ich hier nochmal den Versuch gemacht mit dem, was ich beim Wolle und beim Georg Parry oder Perry gesehen habe, mit den Soundkontakten und den Lua-Speichern. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe dieses Tool vom Benny runtergeladen von dem Georg Parry und das ist das hier. Moment, wo haben wir es hier? Der Codeschnipsel und dieser Codeschnipsel sorgt nur dafür, dass man Lua-Funktionen aus Kontakten mit Parametern aufrufen kann. Das heißt, ich gebe hier im Prinzip einen Parameter mit in den Lua-Kontakt rein. Moment, da muss ich das wieder zumachen. Gebe hier in den Soundkontakt den Parameter, mach mal auf, so. Den Parameter mit rein, einmal die Fahrstraße und zum anderen den Zugnamen. Das ist auch schon der Pferdefuß an der Geschichte. Ihr seht hier, ich habe eine Fahrstraße 960. Ich habe mittlerweile auch Fahrstraßen, die weit über 1000 sind. Und EEP verwaltet nur 1000 Speicherplätze. Das heißt, die Fahrstraßen ohne über 1000 können mit diesem System nicht so einfach oder ja, ich weiß es nicht. Es ist mir zu aufwendig. Ja, gehen wir wieder zurück auf das Lua. Und wenn ich dann aufrufe, dieses Anmelden über diese Funktion, dann gibt es hier in der EEP Main
den Aufruf schalten. Das heißt, der läuft jetzt modulo 5, also einmal pro Sekunde hier rein und sagt FS schalten. Und das ist hier dann die eigentliche Funktion. Hier ist ein Array of oder ein Array von Fahrstraßen hinterlegt, also eine Liste von Fahrstraßen. Und das heißt, hieran erkennt jetzt die Funktion auch, ob sie jetzt eine weitere Funktion aufrufen muss, nämlich wenn hier eine Klammer hinterlegt ist, dann ist das eine Fahrstraßenfunktion oder einfach nur eine Fahrstraße schaltet. So, wenn es denn eine Funktion ist, dann folgt hier unten die Funktion. Ihr seht das hier. Da kann ich also noch die Route sehen und kann entsprechend der Route die entsprechende Fahrstraße schalten. Sieht man hier sehr deutlich. Hier habe ich etwas, das schaltet insgesamt 5 Fahrstraßen. Ja, so viel zu dieser Lua-Beschaltung. Nur eben, wie gesagt, das geht bis 1000 und es geht über die Main. Aber ich habe es getestet, es läuft verlässlich und es funktioniert. So, dann gibt es die zweite Funktion zum Fahrstraßenschalten. Das ist einfach, wenn ich ja, hier nicht so gerne mit den Soundkontakten und diesen Speichern arbeiten will oder Fahrstraßen über 1000 habe, dann habe ich die Möglichkeit, hier ein Schaltauto reinzusetzen. Anstelle der Soundkontakte mache ich dann Kontakte für das Signal des Schaltautos. Und das Schaltauto ruft mir eine Lua-Funktion auf. Die heißt jetzt eben hier Gleis 4 West. So, jetzt gucken wir uns mal die Gleis 4 West-Funktion an. Augenblick, ich muss suchen. So, Gleis 4 West. Wo ist sie? Da ist sie. Schiebst du mal rüber. So, das ist meine Funktion Gleis 4 West hier, die jetzt im Augenblick eigentlich nur die Fahrstraße setzt. Vorher hatte ich es noch etwas aufwendiger mit gleisbelegt Abfrage und gleisbelegt Fleck zu setzen, aber es ist an sich nicht mehr notwendig. Das funktioniert jetzt auch so sauber. Das ist die andere Art der Fahrstraßenschaltung. Irgendwas muss man machen, aus dem einfachen Grunde, wenn ich jetzt nur einen Kontakt setzen würde und sage, schalte die Fahrstraße, überfährt der Zug den Kontakt. Wenn er die Fahrstraße schalten kann, ist das in Ordnung. Wenn er sie nicht schalten kann, steht er. Und es passiert nichts mehr, weil der Kontakt ist überfahren und nichts geht mehr. Rien ne va plus, wie der Franzose sagt. So. Und aus diesem Grunde haben wir hier diese Schaltautos, die laufen dann im Kreis, rufen immer wieder diese Funktion auf zum Setzen der Fahrstraße. Und wenn die Fahrstraße denn gesetzt ist, steht ein zweiter Kontakt hier an, der sagt Auto halt. Oder hier in diesem Fall meldet er den Zug wieder in der Lua-Funktion ab. Das heißt, dann ist der Zug nicht mehr da und wird auch nicht mehr geschaltet. So, dann gibt es die einfache Variante, die habe ich am Hafen verwirklicht. Da wollen wir auch nochmal eben gucken. Hier ist der Hafen. Ich habe nur eine Fahrstraße für das Fahrzeug. Und ich möchte gerne verhindern, dass zwei Schiffe zusammenkrachen. Hier kommen sie aus dem Hafen raus und die fahren am Hafen vorbei. Jetzt habe ich hier zwei Signale gesetzt, zwei Fahrstraßen gebaut. Können wir uns auch mal eben angucken. Fahrstraße für die Schiffe aus dem Hafen und die Fahrstraße für die Schiffe, die vorbeifahren. Beide Fahrstraßen enden hier im gleichen Ziel. Und ich habe auch hier wieder das Blocksignal davor gestellt, das hier auf Rot steht, weil das Schiff davor hat es auf Rot gesetzt. Also hinter dem Signal ist wieder ein Kontakt, der sagt, setze dieses Signal auf Rot, auf Halt. Das gleiche haben wir hier, setze dieses Signal auf Halt. So, und dann kommt der Kontakt bei Zugschluss, der besagt, das Signal davor bitte freigeben, also auf Grün setzen. Und dann haben wir vor den Signalen hier einen Kontakt für das Signal des Schaltautos, das heißt Fahrt. Das heißt, das Schaltauto fährt hier im Kreis und versucht für die Leute, die kein Lua können, wollen, mögen, einfach die Fahrstraße direkt zu schalten. Und das passiert so lange, bis sie geschaltet ist, denn dann kommt das Schiff erst über das Signal und schaltet dann mit dem ersten Kontakt, den es sieht. Na, das war die Fahrstraße. Mit dem ersten Kontakt, den es sieht, schaltet es die Fahrstraße, schaltet es dieses Fahrzeugsignal wieder auf Halt. Und damit
steht dieses Schaltauto. Das heißt, hier ist der Vorteil, ich habe dieses Auto nur laufen, wenn auch wirklich hier ein Schiff eine Anforderung gemacht hat und hier noch nicht durch ist. Und sobald das hier wieder durch ist, steht dieses Schaltauto und belastet das System nicht. Das gleiche gilt natürlich für diese Fahrstraße. Auch hier gibt es dieses Schaltauto. Und sobald das Schiff über dieses Signal ist und diesen Kontakt überfährt, wird dieses Schaltauto gestoppt. So, das verhindert ziemlich sicher, dass hier zwei Schiffe aufeinandertreffen. Das ist der Riesenvorteil an diesem System der Fahrstraßen. Und solange hier auf dieser Fahrstraße etwas draufsteht, sei sie nun aktiv oder nicht aktiv, kann die Fahrstraße nicht mehr geschaltet werden. Also das ist, ich habe das getestet, selbst wenn da irgendwo ein Waggon auf der Schiene stehen geblieben ist, die Fahrstraße kann nicht mehr geschaltet werden. Auch hier habe ich für kurze Schiffe die Fahrstraße ziemlich nah ans Signal gezogen, so dass selbst wenn ein kurzes Schiff hier steht, die Fahrstraße blockiert ist. So, jetzt gehen wir mal auf das, was ich noch nicht erwähnt habe. Vielleicht sage ich es hier nochmal ganz kurz. Hier gibt es keine Auflösung der Fahrstraße, weil die Fahrstraße wird automatisch am Ende aufgelöst. Und hier gibt es keine Kreuzung, keine Weichen, hier kann an sich nur ein Schiff stehen und von daher muss sich die Fahrstraße nicht im Vorfeld auflösen. Anders ist es bei den Kreuzungen. Hier will ich ja, dass möglichst schnell der Kreuzungsbereich wieder frei ist. Und von daher gehe ich da hin und löse die Fahrstraße auch gleich wieder auf. Sollen wir eben gucken, wo ich das hier beim Gleis 4 versteckt habe. Signal 268 ist nicht die. Doch, da habt ihr die Auflösung der Fahrstraße. Und hier habe ich es so gemacht, dass ich sage, wenn Flughafen Güter ist, dann löst er nach 500 Metern die Fahrstraße wieder auf. Dann ist er nämlich über die Kreuzung. Das Ganze kann man messen. Und zwar haben wir ja dieses Lineal, das ist jetzt wieder zu. So, wir gucken eben nochmal vielleicht in die anderen rein, bevor ich das mache. Also das war, wer ist das? Gleis 4a, das ist also die Route. Das ist, wenn der in den Keller fährt, also ins Depot. Und Gleis 4 löst die Fahrstraße auf nach 230 Metern. Und das ist zu kurz, das haben wir festgestellt. Da schlägt er hinten nochmal um, wie auf dem einem Video zu sehen ist. So, und das Ganze kann man messen mit einem Lineal. Hier haben wir ja dieses Lineal und hier kann ich sagen, von da, wo der Nullpunkt ist, bis hier sind es jetzt, weiß ich nicht, sieht man hier nicht so gut wegen der Blumen, aber man sieht es hier, 170 Meter. Also hier ist eine Meteranzeige drauf, wo man mit dem Lineal relativ einfach messen kann, wenn man die Fahrstraße auflösen will. Also hier macht das Sinn. Am Hafen macht das keinen Sinn. Hier macht das Sinn, die Fahrstraße aufzulösen, wenn der Zug über den Kreuzungsbereich hinweg ist, denn dann können die Querzüge schon losfahren, obwohl hier die Strecke noch blockiert bleibt in dem Bereich, wo der Zug ist. So, dann wollen wir hier weiter gucken. Das sind andere Fahrstraßen. So, hier haben wir ein gutes Beispiel. Hier ist das Signal, was am Ende der Fahrstraße steht und praktisch für die neue gilt, und dann kommt die nächste Fahrstraße direkt dahinter. Schalten wir wieder auf Fahrstraße, die praktisch bis zum Ende des Bahnsteigs geht. Da bleibt der Zug da stehen. Auch hier ist ja wieder ein Signal. Hier ist der Haltepunkt und dahinter fängt die nächste Fahrstraße an. So, das kann man, wie gesagt, man hat einmal die Möglichkeit, das zu schalten über die Lure-Funktion von dem Georg Parry oder Perry. Oder eben wie hier, wo es wieder ein Schaltauto gibt. Bahnsteig 8 aus, heißt die Lua-Funktion und dann wird eben die Fahrstraße über Lua auch geschaltet. Also beides ist möglich. Wir haben dann noch den nächsten Weg, den es auch noch gibt, auch per Schaltauto für die oberen Bereiche über 1000. Da haben wir hier bei dem Kiesgleis haben wir auch ein Schaltauto laufen. Das ruft hier eine Funktion auf. Die zeige ich euch auch gleich mal. Ja, ich muss auf Kontakte gehen. So, da wird die Funktion aufgerufen, die da heißt Hafen Kies Liefer 1. So. Das heißt, wenn der Kieszug hier irgendwo ist, Augenblick,
Das ist natürlich das Problem. Hier müsste es mit drin sein oder hier. Mal schnell schauen. Halt 1405. Nein, das ist das Haltesignal für dieses Fahrzeugsignal. Gehen wir mal hier drauf. Ne, Moment, das muss an sich schon. Ne, das kommt nicht eher. Das ist hier drin. Aus dem einfachen Grunde, weil ich es hier brauche. So, hier ist 1405 und das wird auf Fahrt gesetzt. Da lässt man das Auto fahren. Und hier sind die verschiedenen Routen, die diese Kieszüge fahren, je nachdem an welchen Kai sie fahren. Ich habe ja mal im vorigen Video gesagt, wir haben Kai 1, Kai 2, Kai 10 und Kai 11. Also gibt es auch hier für die vier Routen. So, das heißt, dieses Auto wird für diese vier Routen gestartet. Was ich noch gemacht habe, damit ich nur ein Schaltauto brauche, ist, ich habe dieses Gleis hier registriert. Das seht ihr in Lua. Ich könnte mal eben auf Gleise gehen. Dann können wir uns das mal angucken. Ist das das hier wahrscheinlich? So, das Gleis hat eine ID. Die ist bei 2927. Jetzt gehen wir mal auf Lua und dann werdet ihr hier irgendwo 2927 finden. Routenstart Kies. Ja, das hat den Vorteil, ich kann erkennen, welcher Zug da ist. Und da gehen wir jetzt mal auf Hafenliefer 1 im Lua. Mal eben gucken, dass ich mein Lua-Fenster wieder kriege. Wo ist es? Hab ich das zugemacht? Nein. Wo ist es denn? Ich hatte da? Nee. Wo ist denn mein Lua-Fenster? Ich glaube, ich habe es aus Versehen geschlossen. Dann machen wir es noch mal eben auf. Also Hafen Lua, da ist es. So, und jetzt gehen wir mal auf Hafen Kies Liefer 1. Den suche ich mal eben. Hol 1, Liefer 1. Hafen, das ist Kies Einfahrt, Kies, Hol 1. Nee, Liefer 1 müsste das heißen. Hol 2, Back, Hol 1, Back. Liefer 1, da ist es doch so. Hier ist es so, wenn dieses Schaltauto geschaltet ist, also wenn es fährt, ruft es diese Funktion auf Hafenkies Liefer 1. So, ich gucke hier zuerst nach, ob überhaupt ein Zug da ist. So, wenn der Zug da ist, hole ich mir die Route des Zuges. Und hier kann man sagen, wenn die Route eben Bring 1 ist, Moment, nein, wenn die Route 1 ist, dann kann ich hier sagen, ich schalte die Fahrstraße 14062. Ich schalte an sich immer die gleiche Fahrstraße. Ich weiß nicht, warum ich da den Unterschied... Ach so, ja klar. Unterschied in den Routen ist hier einfach, weil ich habe hier zwei Signale, die ich vorher abfrage. Die beiden Signale sagen einfach, es sind keine Waggons auf dem Kai. Nee, es ist ein Schiff da und es sind keine Waggons auf dem Kai. Oder es sind schon Waggons da. Also wenn schon Waggons da sind, kann er hier nicht losfahren. Und wenn kein Schiff da ist, braucht er auch nicht losfahren. Ansonsten setze ich die Fahrstraße. So, und da das unterschiedliche Signale bei unterschiedlichen Schiffen sind, habe ich hier die Routenabfrage drin. So, und deshalb... habe ich hier das Gleis reserviert, damit ich weiß, welche Route das ist. Und über diese Railtrack Reserved bekomme ich hier den Zugnamen und kann über den Zugnamen die Route bekommen. So, das ist auch noch eine Art Fahrstraße zu schalten. Ja, das ist zwar, ja, wie soll ich sagen, es ist querbeet alles durcheinander, aber ich muss ganz ehrlich sagen, alles funktioniert. Also es ist, man kann es so oder so machen. Ich tendiere dazu, dass ich die nächsten Anlagen wieder mit den Schaltautos baue, also die Lua-Funktion über den Schaltauto aufrufe oder auch nicht, oder auch gleich die Fahrstraße schalte, je nachdem wie komplex die Anwendung an der Stelle ist. Wobei ich sagen muss, für kleinere Anlagen gefällt mir auch diese andere Lösung über Lua sehr gut, weil sie sehr schnell ist und auch ja, keinen großen Bauaufwand benötigt. Ich muss ja immer ein Schaltauto bauen für die andere Version. Hier brauche ich kein Schaltauto, hier setze ich einfach nur die Kontakte und gut ist. Also man muss da einfach nachgucken, welcher Weg für jeden der richtige ist.
Aber ich tendiere da mehr auf die Schaltauto-Version, weil ich ja auch immer etwas größere Anlagen habe mit etwas höheren Fahrstraßen-IDs. Wobei auch dieses System finde ich an sich nicht schlecht. Und funktioniert super, muss ich sagen. Also ist ganz super Lösung. Ja, und so viel vielleicht zu den Fahrstraßen. Also wie gesagt, das ist kein Tutorial. Ich verwende es so, ich mache es so, baue es so. Aber ich bin auch für jede Information dankbar, wenn mir einer sagt, wie es noch besser geht. Ja, so viel dazu. Ich glaube, dann habe ich zu Fahrstraßen wohl alles gesagt. Falls ich an irgendeiner Stelle mich undeutlich ausgedrückt habe oder ihr was nicht verstanden habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Okay, das soll es gewesen sein zu Fahrstraßen von mir. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht beim nächsten Video. Tschüss!